Du leise Jesuno ist ein sehr bekanntes polnisches Weihnachtslied. Berlin hat ja ganz, ganz viele Polen oder Deutschen mit polnischem Hintergrund in der Stadt. Und dadurch dachte ich, es ist eigentlich schön als Geste, dass wir versuchen, so gut wie wir es können, das auf Polnisch zu singen. Ich weiß, dass in diesem Lied ganz viele Verniedlichungen sind. Also nicht Kind, sondern ein Kindlein, niedliches Kindlein und kleines Jesulein. Ich bin selbst Mutter und dann empfindet man auch dieses ganz Innige, dieses ganz Zärtliche und dieses unglaublich Süße, was das eigene Kind in einem auslöst. Mir kommt da immer das Bild hoch, wenn ich das singe oder höre, wie das war, als ich meinen ersten Sohn das erste Mal in der Hand hielt, in den Armen hielt. Im letzten Jahr musste leider so viel ausfallen und die Musik hat mir so extrem gefehlt, weil die vorher für mich selbstverständlich war. Jedes Jahr wurde zur Weihnachtszeit gesungen, noch und nöcher, und letztes Jahr so gut wie gar nicht. Und ich bin froh, dass dieses Jahr so aussieht, dass wir wieder mehr singen können. Das Schöne an Mitte in der Winternacht ist, dass wir Holländer das als sehr holländisch empfinden. Es ist ein sehr beliebtes Lied, kommt aber eigentlich aus Frankreich, war früher im 17. Jahrhundert ein Trinklied.
ist einfach so peppig und wie so ein Kinderlied. Rum, rum, bum und bell, bim, bam. Und da werden also Trommeln geschlagen und auf die Pauke gehauen und die Glocken klingen. Ich mag es, weil es ein bisschen schneller ist, ein bisschen mehr Rhythmus hat. Und natürlich, weil es in meiner eigenen Sprache ist. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mit dem Chor irgendwas auf Niederländisch singe. Nicht einfach. La de bel bim bam. Ge mol. La de trom rom bom. Der Chor hat das sehr gut gemacht. Ich glaube, ich kann wirklich sagen, man kann alles verstehen. Es ist fast akzentfrei. Ein Gruß vom Chef unbedingt. Er hat sich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, wann immer wir die ersten Töne gesungen haben. Und man hat wirklich den kleinen Reis Lenas gesehen, der das Weihnachtslied aus seiner Kindheit hört. Fast konnte man spüren, wie er nur darauf wartet, die Tür aufzumachen, um die Geschenke zu bekommen. Thank you.
Stille Nacht kennen viele ja auch, weil es bei ihnen zu Hause gesungen wurde. Bei mir zu Hause zum Beispiel, wir haben 4 Volkslieder gesungen und gerade an Weihnachten hat mein Vater sich mit der Gitarre hingesetzt, wir haben Stille Nacht gesungen. Die Platte wurde aufgelegt, wenn es zur Bescherung ging bei Heiligabend. Also sobald ich hinter der Tür das Glöckchen und Stille Nacht von den Wiener Sängerknaben hörte, dann ging es los. Man kommt nicht drum herum. So, wir können das Weihnachtskonzert nicht abschließen, ohne Stille Nacht gesungen zu haben. Ich finde, dass Stille Nacht eine Atmosphäre erzeugt, in der die Zeit stillsteht. Dann ist Weihnachten. Und wenn wir das singen bei unseren Auftritten, dann ist es da einfach mucksmäuschenstill. Da entsteht doch immer irgendwas, ja, fast religiöses. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir den Menschen, die jetzt immer mehr noch Musik, Halt, Trost brauchen, in all den neuen Nachrichten, dass wir Nachrichten bringen, die bleibend sind, auf die man sich verlassen kann, die positiv sind, die gute Auswirkungen haben, dass wir da einfach den Menschen etwas geben können, was in diesen Zeiten ganz besonders wichtig ist. Ja.